Take a moment right here, feeling like it's out here. Hallo Freunde, ich bin jetzt auf dem Weg nach Rheinland-Pfalz. Ich gebe morgen einen Karate- und Kobudo-Lehrgang beim Plus Scheid. Vereinsleiter ist Harry Hohl, ein langjähriger Weggefährte. Es wird schön, es wird hoffentlich ein kleiner, feiner Lehrgang. Dass es jetzt endlich mal losgeht, machen wir das Rucki-Zucki. Ist der Harry wieder? Ja, der Harry. Sehr gut, Musik! Was ich hier sehr schön finde, ist die Tatsache, dass jedem geholfen wird, aus den Sachen, aus den Möglichkeiten, die er hat, das Beste rauszuholen und in seiner Geschwindigkeit voranzukommen. Ohne dass das jetzt irgendwie ein Druck gemacht wird, sondern wer lernen will, kriegt alles an die Hand. Ja. Ja, der ist nicht ganz stabil. Der hat ja, hab's gemerkt. Genau. Du bist ja Rechtshänder. Ne? Da ist Zelt, wo du mehr Energie rausholst. Weißt du auch schnell. Die Atmung steuert die zeitliche Länge von deiner Bewegung. Das hängt. Hopp, hopp! Und das ist eine ganz tolle Sache, die habe ich schon vor 15 Jahren in England entdeckt. Hat damals schon 300 englische Pfund gekostet. Hier kann man mal messen, wie viel Schlagkraft der hat. Und gleich mal für die Erwachsenen, das ist also nicht Kilogramm und nicht Newton pro Quadratmeter, das ist halt irgendeine Zahl. Aber wenn du dann in einem Monat später drauf hast, dann weißt du ja, es ist mehr oder weniger. Bei den Kindern 10, 20, 30 ist ein normaler Wert. Bei Jugendlichen, also jetzt bei ihm, schalten wir hier mal nur auf 0 zur Sicherheit. Ja. 44 ist ein Jugendlicher, ja. Und wie viel? Ja, unser Jugend macht den Hochtest. Ja. Und da sind die so begeistert. Und das wäre wirklich. Das wär ist nur schön. Macht er noch was? 51. Konzentrier dich. Oh, 47. Oh. Schlecht auf dich und du taugst so seitlich weg. Hi. Los. Okay. Dann drückst du dich ab, der will wieder auf dich schlagen. Du kommst auf die andere Seite. Hey! Ja! Ufa! Das Thema Inklusion hat uns schon lange interessiert, weil wir sind hier breit aufgestellt und ich mach gern Kinderkarate-Training. Und ich weiß mich gar nicht mehr zu wehren, dann hätte ich da einen Punkt. Wenn ich den Punkt aktiviere, habe ich direkte Reaktion. Nochmal. Ja, mich fasziniert unter anderem auch, dass es die Möglichkeit gibt, den gesundheitlichen Aspekt in den Vordergrund zu schieben und ich auch bei destruktiven Maßnahmen dahinter oftmals eine Möglichkeit sehe, die Gesundheit zu fördern und damit den Leuten zu helfen. Und wenn es nur das ist, dass ich jemand gerade hinstelle und ihm aufzeige, wie er keine Kreuzschmerzen mehr hat, wenn er anders steht, als er bisher gestanden hat. Oben, Mitte, unten. Das könnte das Gesicht sein, die kurzen Rippen und das Knie. Mach mal das. Ha! Ha!
Genau. So, jetzt haben wir die Bar. Ja, richtig. Kannst du mal hinten rein? Wenn sie das zuhauen will, nimm sie an. Ist das Ihr erster Karate-Lehrgang? Nein, genau genommen. Ich habe selber 20 Jahre trainiert, kann aber leider gesundheitlich nicht mehr, aber meine Kinder. Graduierung, zweiter, dritter Dan? Erster leider. Erster Dan. War das auch Shotokan? Shotokan, ganz klassisches Shotokan. Also ich habe es mal selber lang Kindertraining gegeben. Das ist einfach nicht mehr machbar, der Körper schafft es. Ja, verstehe ich. So, genau, dräng mich weg. Ja, weg. So wie zu Hause. Genau. Ich drehe mich vorne drum. Ich muss die Schulter vom Rücken nach vorne. Hier wäre schon ein ziemlich heftiger. Langes Ende schaut nach vorne. Und mach. Und jetzt wichtig, diese Wellenbewegung. Hoch, auf ihn zu. Ablegen, leg dich richtig. Denk drauf. Egal, auf den Boden legen. Und jetzt du. Nochmal. Dich abonniere ich sowas von, aber sowas von. Ich liebe dich. Der Lehrgang war ein voller Erfolg und jetzt werde er sich auf den Heimweg machen. Wir wünschen ihm eine gute Fahrt. Aber sagen wir mal so, so sieht das schon mal schön aus, so von der Zutat her. Ja, ja. Wenn wir das so natürlich immer wieder umrühren. Der Zauberer am Bock. Ja. Der Zauberer mit der Beule. Dann habe ich einfach in der nächsten Suche. Hervorragend. Harry Spitzenkoch, 3 Sterne. Witzig Mann von Rheinland-Pfalz. Sehr, sehr fein. Ja, vielen Dank und eine gute Zeit für euch. Bleib gesund. Schön, ne?